Hallo zusammen, heute geht's um die Energiepreise, die ich immer wieder ankreuz. Aber nebenbei habe ich hier natürlich auch einen Kühlschrank, der keinen Strom braucht, der direkt über Solarzellen läuft. Ich gebe an, bei uns kostet der Strom 15 Cent die Kilowattstunde. Ich habe eine deutsche Filiale in Gottmandingen. Und dann kennt ihr ja Check24, Verifox, und da habe ich mal geschaut, was der Preis da kostet. Und das ist die Vergleichstabelle, wenn ich beim örtlichen Anbieter den Strom nehme, bei Thyga Energie, dann kostet der 67 Cent die Kilowattstunde. Der günstigste Anbieter, ich habe hier oben 10.000 genommen, das ist ganz einfach zum Umrechnen. Der günstigste ist VW, wusste gar nicht, dass die Strom machen. Der kostet dann 45 Cent die Kilowattstunde. Und der teuerste, den ich gefunden habe, Anbieter ist Berliner Elektrizität. Wisst ihr, wo Gottmandingen ist und wo Berlin ist? Habe ich. Und der kostet 82 Cent die Kilowattstunde. Das verlinke ich euch unten im Beschrieb, das ist kein Thema. Ich habe es auch bei Verifox geguckt und so weiter. Diese Preise sind Fakt. Was ich hier in der Schweiz zahle, komme ich dazu. Also wenn ich dann so einen Kühlschrank nehme, einen ganz einfachen Kühlschrank WL160, das ist ein 12-Volt Kühlschrank. Und der läuft mit einem Quadratmeter Solarzellen. Diesen Kühlschrank gibt es natürlich auch als 230 Volt Modell. Kostenpunkt 230 Volt, ganz andere Stückzahl, kostet der 400 Euro. Das ist so ein Marktpreis, den gibt es teilweise auch günstiger. Und der hat einen Normstromverbrauch von 72 Kilowattstunden im Jahr. Und das wäre dann ein Preis bei 60, wenn man nicht gerade den günstigsten hat, Kilowatt, 60 Cent pro Kilowattstunde, dann wird dieser Kühlschrank 43 Euro Strom brauchen im Jahr, also das heißt in 10 Jahren 430 Euro. Ja, ist viel Geld. Und in der Schweiz wird der gleiche Kühlschrank im Jahr viermal weniger brauchen. Und das ist jetzt nicht die Berliner Elektrizitätswerke, da würde er ja noch mal so viel brauchen. Ich habe hier von unserem örtlichen Stromanbieter. Wir haben das Problem in der Schweiz, dass wir den Stromanbieter nicht wählen können. Wir müssen hier beim Stromanbieter den Strom kaufen. Wenn ihr Stromverbraucher seid in der Schweiz, die über 100.000 Kilowatt Strom brauchen, dann könnt ihr einen anderen nehmen. Dann könnt ihr wählen. Aber für uns Kleinen müssen wir beim örtlichen Stromanbieter beziehen. Dieser kleine Stromanbieter hier, man sieht schlecht, das verlinke ich euch unten drin. Der hat drei Tarife. Einer ist so Kleinanbieter, temporär für Baustellen, dann Standardanbieter bis 100.000 Kilowatt, über 100.000 Kilowatt und Großverbraucher, da haben wir einen im Dorf, der braucht ein bisschen mehr.
Und drei Stück haben wir, die über 100.000 Kilowatt brauchen. Da gehöre ich nicht dazu. Und die Kleinen, so wie ich, wir zahlen hier 14,5 Rappen. Das sind dann etwa 15, 13 Cent. Aber dieser Preis ist ohne Mehrwertsteuer. Dann brauche ich die Mehrwertsteuer noch drauf, dann komme ich auf 15 Rappen oder 15 Cent das Kilowatt. Und wenn ich dann vergleiche beim örtlichen Anbieter gleich über die Grenze, zahle ich dann 67 Cent das Kilowatt. Welche Energiepolitik hat jetzt da versagt? Also wenn ich hier mit den 15 Cent rechne, ich habe ein Video gemacht über meine alte Wärmepumpe, das verlinke ich euch. Wenn ich da den Preis mal 4 rechne, dann muss ich andere Kosten rechnen. Dann geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Dann verheize ich besser Heizöl, das ist dann günstiger. Ja, das ist die aktuelle Situation, also in Deutschland zwischen 45 bis 60, sogar 80 Cent das Kilowatt. Sorry, Kilowattstunde, ich verwechsel das immer. Ja, Kilowatt, Kilowattstunde, Stunde pro Kilowatt und so weiter. Dann kriege ich auch die Kommentare, dass ich keine Ahnung von Strom habe. Aber ich weiß, was ich bezahle dafür. Ich weiß, was ich für eine Rechnung habe. Und da sind alle Kosten mit drin, außer die Grundkosten, aber das macht bei 10 Kilowatt im Jahr, die 12 Franken, macht das auch nichts mehr aus. Ja, hier das Video von meiner Wärmepumpe. Hier das Video, dass wir 12 Atomkraftwerke brauchen in der Schweiz. Und hier natürlich das Video über diesen Solarkühlschrank, der kein Strom braucht. Und unten habe ich euch die Liste verlinkt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und keine Strompreiserhöhung mehr.